gegeben, bitterlich führst du mich auf des Lebens wegen, meinem Ziel entgegen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns aussendet, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, liebe Frauenbewegung, wir feiern heute Heilige Messe im Gedenken an den heiligen Glaubensboten und Bischof Willibrord, der Apostel der Friesen, kam um das Jahr 700 aus England auf das Festland und gründete eine neue Missionsmethode. Er bindete sich fest an Rom und auch an die fränkische Staatsgewalt. So hatte ein echter Nach sein großes geistliches Zentrum eingerichtet in Luxemburg. Er kam bis zu den Dänen und zu den Thüringen. Es gab auch Rückschläge, als der Fürst starb. Es ist immer wieder ein Kampf, ob sich das Christentum, die frohe Botschaft Jesu, ausbreiten kann oder ob Menschen in ihrer Macht hier es verhindern wollen. Gestorben ist er dann 739 nach 40-jährigem Wirken auf dem Festland. Freuen wir uns über jeden Glaubensboten, über jeden, der Zeugnis gibt für das Angebot Gottes. Herr Jesus Christus, du suchst uns, wenn wir uns verlaufen haben. Herr, erbarme dich. Du löst uns aus, wenn die Sünde uns fesselt. Christus, erbarme dich. Du bringst uns heim, wenn wir verloren waren. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, du Heil aller Menschen, du hast den heiligen Bischof Willibrord gesandt, vielen Völkern die frohe Botschaft zu verkünden. Höre auf seine Fürsprache und hilf, dass auch wir deine Güte in Wort und Tat bezeugen, damit deine Kirche erstarke und wachse. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Schwestern und Brüder, keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Wie kannst du also deinen Bruder richten? Und du, wie kannst du deinen Bruder verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird Gott preisen. Also wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst ablegen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Eine Treue Yeah.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr: Kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit den Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wieder gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Drachme wieder gefunden, die verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die heutigen Lesungstexte passen gut in unsere Zeit. Der November erinnert uns ja an unsere eigene Sterblichkeit. Die Natur zeigt es uns vor und wir sind gemahnt, auch durch das Allerseelengedenken. Und so sagt der Prophet Paulus heute: leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Dass uns das immer im Blick ist. Unsere Existenz hier auf Erden als eine vergängliche, voranschreitende, und dass wir einmal vor Gott sein werden. Ein Mensch, der diesen Blick hat, geht ganz anders durchs Leben als einer, der sich nur auf das Vordergründige, was er gerade vor ihm zu erledigen ist, richtet. Und wir haben diesen Schatz des Blicks auf die ganze Wirklichkeit des menschlichen Seins. Und das Evangelium erinnert uns an das Evangelium der Woche. Wieder kommt der Zöllner vor, wieder kommt Empörung vor. Derer, die meinen, bei ihnen passt alles, und die anderen verurteilen, wo sie verkehrt leben. Jesus mahnt uns, hinschauen, dass wir uns auf Gott wenden. Darum geht es Gott, dass wir hinfinden. Früher oder später, je früher umso besser. Aber er hört nicht auf, uns einzuladen, diese Hinwendung zu machen. Und dann ist Freude, wenn wir nur auf ihn blicken, wenn wir nur nicht verloren ohne ihn durchs Leben gehen. Wenn wir die Aussichtspunkte einnehmen, wo wir ihm begegnen können, und das üben wir ja diese Woche, habe ich heute wieder die Zeit gehabt, wo Christus mir begegnen konnte, wo ich mich für den Himmel geöffnet habe, dann lebe ich diese Umkehr, dann lebe ich schon diese Ausrichtung auf unser ewiges Sein. Und das soll uns Freude machen, und da wollen wir anderen helfen,
aus ihrer Verlorenheit diesen bleibenden, ewigen Halt, diese schöne Zukunft vor Augen zu haben. Amen. Zu Jesus Christus, dem guten Hirten, der die Welt mit sich versöhnt, bitten wir. Wir beten für alle Männer und Frauen, die die frohe Botschaft auslegen und den Menschen nahebringen. Erfülle sie mit der Freude an deinem Wort. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die ihr Selbstwertgefühl verloren haben, stärke sie im Bewusstsein, geliebte Kinder Gottes zu sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen auf der Flucht und auf der Suche nach Heimat, lass sie einen Ort finden, wo sie in Ruhe und im Frieden leben können. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die sich von dir und deiner Gemeinschaft der Kirche gelöst haben, bewahre sie in deiner Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, begleite sie durch die Finsternis des Todes und führe sie heim in die himmlische Heimat. Wir bitten dich, erhöre uns. In der heutigen Messintention beten wir mit der katholischen Frauenbewegung für ihre Mitglieder und die Zukunft der Diözese, mit Familie Wansch für verstorbenen Gatten und Vater zum Sterbetag. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du hörst das Rufen der Deinen, du lässt niemanden verloren gehen. Dir sei Ruhm und Ehre, heute alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Gib auch, dass ich wachen sei, Herr, an deinem Tage und das Licht der Gnaden treu durch mein Leben trage, dass ich dann fröhlich kann dir am Ende der Zeit Herr entgegenschreiten. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gütiger Gott, nimm die Gabe an, die wir am Fest des heiligen Willibrord auf deinen Altar legen. Für seine unermüdliche Arbeit in deinem Weinberg hast du ihm die Krone des Lebens verliehen. Lass auch uns in der Kraft dieses Opfers reiche Frucht bringen in unserem Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Amen. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, himmlischer Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du hast uns den heiligen Bischof Willibrord zum Lehrer gegeben. Durch ihn hast du uns aus der Finsternis befreit und zu Kindern des Lichtes berufen. Was er mit dem Mund lehrte, das bezeugte er durch sein Beispiel. Sein Leben erstrahlte in lichtvollem Wandel und seine Heiligkeit offenbarte sich in Zeichen und Wundern. Darum preisen wir an seinem Fest deine Gnade, die du uns in Fülle geschenkt hast durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosam.
Ja, wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und all deine Werke verkünden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und sich ein heiliges Volk zu erwerben, hat der Sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen, damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater. Der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle geopfert, vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Erlösungsopfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir dieses Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden,
für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die dich mit ehrlichem Herzen suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Gütiger Vater, gedenke, dass wir alle deine Kinder sind und schenke uns das Erbe des Himmels. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, dem heiligen Willibrord, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis, der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns um das Kommen seines Reiches bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi, Frieden und Versöhnung. Friede sei mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Freut euch, wenn die Menschen zu Gott finden. Der Leib Christi erschenke uns ewiges Leben. Das Blut Christi schenke uns ewiges Leben. Das Blut Christi. Amen. Amen.
So spricht der Herr, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Singen zum Dank auf der Seite 15 die erste und die fünfte Strophe. Herr, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden, segnend halte Hände über uns, rühr uns an in deiner hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. Herr, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen heute quält, willst du deine Erde gründen. O Gerechtigkeit und nicht mehr das Leid, deine Jünger prägen wird. Herr, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, durch den apostolischen Eifer des heiligen Willibrord hast du viele Menschen in die Gemeinschaft deiner Kirche gerufen. Hilf uns, seinem Beispiel zu folgen und aus der Kraft deines Sakramentes zu leben, damit wir Christus, unserem Meister, entgegengehen und in ihm das ewige Leben finden. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir dürften dem Auferstandenen begegnen. Lasst uns Zeugen sein dieser Wirklichkeit. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind und alle, denen ihr begegnet. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Amen.